Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer 54. Plenarsitzung heute am Mittwoch, den 30. September. Ich eröffne die 54. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD und der Freien Demokraten betreffend 30 Jahre deutsche Einheit, 30 Jahre Freiheit und Demokratie im Vereinigten Deutschland, Drucksache 203762. Wird die Dringlichkeit bejaht? Dies ist offensichtlich der Fall. Dann wird das der Punkt 90 der Tagesordnung. Wir müssten noch klären, wie wir mit der Initiative verfahren. Soll der dringliche Entschließungsantrag zusammen mit Top 54, das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, aufgerufen werden und ohne Absprache abgestimmt werden? Ohne Aussprache abgestimmt werden. Machen wir dann zusammen, ja? Alles klar. Sehr gut. Okay. Ebenfalls noch eingegangen an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Krankenhauslandschaft in Hessen zukunftssicher und nachhaltig aufstellen. Drucksache 203766. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das Top 49 und wird im Anschluss an die amtliche Mitteilung mit dem Top 59 aufgerufen. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD. Das ist, glaube ich, eure Drucksache, Setzpunkt, ganz genau. Das ist 91 genau. Und der andere ist 59, und wir rufen es zusammen auf. Genau. Drucksache 203685 und Top 60 mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. Das ist die Drucksache 203686. Also, das machen wir alles zusammen dann. Wir tagen, wenn alles gut geht, heute bis 19.30 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den Tops, die wir eben erwähnt haben, 59, 60, 91. Vorgesehen ist für den heutigen Plenartag eine zweistündige Mittagspause. Das gilt nicht für den Untersuchungsausschuss, denn der kommt zusammen zu Beginn der Mittagspause im Raum 510 W. Und heute im Anschluss an die Plenarsitzung, 30 Minuten Pause, um hier noch zu reinigen, tagen der KPA und der SIA gemeinsam im Plenarsaal. Und der Innenausschuss tagt heute im Anschluss an die Plenarsitzung im Raum 501 A, Herr Staatsminister. Wenn ich darf, will ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir heute wieder alle zur Abstimmung stehenden Initiativen am Abend gebündelt abstimmen. Entschuldigt fehlen heute ganztägig der Kollege Dirk Gaaf. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich kann Ihnen eine erfreuliche Mitteilung machen, denn heute Morgen ist der Wahlausschuss zur Wahl der richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs zur Wiederwahl eines richterlichen Mitglieds, dessen erstes und zweites stellvertretendes Mitglied ist, zusammengetreten. Die zur Wahl vorgeschlagenen Herr Jürgen Gaspar, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt, Frau Dr. Christine Schmidt, Richterin am Oberlandesgericht und Herr Jens Daniel Braun, Richter am Oberlandesgericht, wurden gewählt. Und der Hinweis auf den Eid durch den Präsidenten des Staatsgerichtshofs wird im November-Plenum erfolgen. Soweit zu den amtlichen Mitteilungen.